hallo, da sind wir wieder. Immer noch in Alabaskia. Genau, in hoher Erwartung. Best Opening ever. Nein, in hoher Erwartung auf das, was dort auf uns warten mag, hinter dem hohen Gras. Ja. Man weiß es ja nicht. Denkt dran, wir haben spezielle Regeln, die blenden wir jetzt nochmal ein. Ganz genau. Jetzt würde ich die aber noch einmal kurz durchstreichen. Und zwar natürlich, noch habe ich ja keine Pokebälle. Das mit dem ersten Pokémon fangen fängt natürlich erst dann an. Das ist aber selbstverständlich. Ne? Also sobald Philipp die Möglichkeit hat, Pokémon zu fangen, dann dann hat er keine Wahl mehr. Sagen wir es mal so. Hast du zu viel Cola getrunken? Ja, ich bin wieder voll auf Zuckerflash und Koffeinflash. Also er darf... Deluxe, ich habe schon wieder vergessen, dass wir dich so genannt haben. Radfratz ist auch ein geiler Name immer noch. Also er darf nur das Pokémon fangen, das ihm als erstes begegnet in einer neuen Gegend, solange er es bislang noch nicht hatte. So, jetzt haben wir es nochmal zusammengefasst. Ganz genau. Und jetzt hättest du vielleicht einen Radfratz haben können. Was willst du denn lieber? Willst du einen Taubi haben? Willst du einen Radfratz haben? Also alles... Ui, guck mal. Der setzt mir gerade ganz schön zu. Ich habe ja gleich eigentlich an mindestens drei verschiedenen Orten die Möglichkeit... ein Taubsi, ein Radfratz und ein Nidoran männlich zu fangen. Ja. Was willst du denn trotzdem lieber? Zuerst hätte ich ganz gerne einen Taubsi. Ja, das Tauboga und Taubos sind halt einfach die geilsten. Genau, hab ich mir auch gedacht. Die fahre ich sowieso. Das lag am Controller, da ja, kann ja, ich ja. nichts mehr. Da muss man auch und dazu hier sagen. Hier natürlich, Spoiler Alert: Fun Facts von Philipp. Dieser Typ gibt dir keinen Trank. Das war ein anderer. Es gibt später noch die Möglichkeit. Nein, ich wollte. Ja, bitte. Nee, ist schon okay. Was dann? Ich hab den Shopkeeper. Das war eine der größten Täuschungen für mich in Silber und Gold, dass da ja im Prinzip der Taubsi-Ersatz war ja dieses Hawkvieh, dieses. War er das? Nee. Dieses Falken- oder Adlervieh. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Wo jetzt? Bei was? Bei Silber und Gold. Und das fand ich. Da war ich enttäuscht schon ein bisschen vom Design her. Da war doch so ein Falkenvieh oder so. Falkenvieh? Ne, es gibt hier noch. Hier gibt's Habitak und Hibitak. Ja, ja, das sind die Falken. Ich aber nicht. Sonst, in Silber und Gold gab es doch auch andere. Da gab's das Hut. Ja. Und gab's nicht noch. Oder, ne, wie hieß das Hut? Ja, das war dieses Eulenvieh. Ja. Ja. Vielleicht vertue ich mich auch, aber ich meine im Hinterkopf zu haben, dass. Wo ist denn der? Ich glaube, der ist auf der linken Seite, aber ich glaube in einem anderen Gang. Also ich meine, dass der links ist, wenn du so einen Waldweg hochgehst. Ach, hier ist der, glaube ich. Sicher, dass er es ist? Also ja, ich meine, dass das so ein Weg ist, wo du so ein hohes Gras noch hast. Ja, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Wir verkaufen viele praktische Dinge. Du findest unseren Laden in Vertania City. Am besten gebe ich dir ein Werbegeschenk. Sehr gut. Hier bitte. Olafiel Trank. Und hier sind die Tränke ja alle wichtig. Genau, wir haben jetzt ja gestattet, dass du zumindest außerhalb von Kämpfen Items einsetzen darfst, ja. Deshalb. Jetzt bist du vielleicht schon Risiko, ne? Ja, Du bist ja auf die... Aber Level 2 Radfahrt, ja. Das sollte ich eigentlich mit Bravo lösen. Flucht ist ja erlaubt. Ja. Das können wir natürlich auch nochmal anziehen, wenn wir wollen, ne? Nee, also bitte, also wenn wir nachher im Mondberg sind und sowas, da würde ich halt schon ganz gerne die Option haben. Just saying. Ich würde ja schon lachen, wenn Radfratz dich jetzt mit zwei überraschenden Volltreffern niedergestreckt hätte. Das hätte unsere Pläne vollkommen durchkreuzt. Ja, dann hätten wir die Serie nochmal von vorne angefangen. Yeah, Egelsamen! Auch übrigens. Eine sehr wichtige Attacke. Genau, eine geile Attacke. Ja, zur Erinnerung, damit besamt man seinen Gegner. Ey, bitte, dieser Scheiß. Ja, das Gamepad. Ich will jetzt nochmal auf die Hugo-Folge verweisen, so, ja, in der bitte. Mir wirklich vorgeworfen wurde, ich würde labern mit dem Pad und Verzögerung. Es ist alles wahr. Es ist irgendwie leicht verzögert, das ist einfach so. Das ist wahr. So, jetzt darf Philipp sich erstmal heilen. Das ist also das Pocket Center, aber ich glaube, Leuten, die das jetzt gucken, müssen wir das nicht erzählen. Ich glaube auch nicht. Es sei denn, ihr seid 12, am 12 und what is this? Das ist Pokémon Center. Ja, oder ihr seid meine Mama. Hallo Mama. Hallo Hi. Philipps Mama. Ihr versteht, was ich meine. Ich weiß nicht, was ich meine. So, hey! Kommst du aus Alabastia? Professor Ei schickt dich. Oder? Deine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Ja, natürlich.
Ich wünschte, es gäbe eine Sprachausgabe für Pokémon. Du wärst der Sprecher. Danke. So wie ein Hörspiel. Alles von einem einzigen Sprecher. Ne, wenn dann wie ein... Pokémon. Gelesen von Rufus Beck. Du meinst wohl eher wie ein polnischer, amerikanischer übersetzter Film. Philipp, you're tearing me apart. I didn't hit her. I did not. Übrigens, ich weiß, worüber wir reden. Das ist die Rede von dem grandiosen Film The Room. Ja. Von, meine Güte. Wie heißt der Typ nochmal? Tommy Wiseau. Ja, genau. Wiseau Films. Wer Bock hat, vielleicht werden wir mal ein Gewinnspiel veranstalten. Vielleicht werden wir mal The Room einfach verlosen. Vielleicht. Ich kündige schon mal an, dass wir vielleicht irgendwann mal bei groß sich einstellendem Erfolg ein Gewinnspiel veranstalten, bei dem ihr dann The Room gewinnen könnt. Nagelt uns darauf fest. Ja, nagelt uns darauf fest. Wer von Anfang an dabei war, kann jetzt uns sagen, wenn wir die 1000 Subscriber-Marke erreicht haben, verlosen wir The Room von Tommy Wiseau. Oh, bin ich froh, dass ich The Room für immer behalten darf. Ja, jetzt ist was Magisches passiert, denn Philipp hat das Paket, das er jetzt gerade abgeholt hat, Professor Eich gegeben. Auf diesen Spezial-Pokéball warte ich schon lange. Warum ist es ein Spezial-Pokéball, ist die Frage. Ich weiß es nicht. Ich habe mich auch mal gefragt, was für ein Spezial-Pokéball. Ja. Ich dachte ja immer dann von der Serie her, dass das vielleicht der GS-Ball war. Ah, okay. Aber da wusste man ja auch nicht, was das war. Opa! Warum hat er eigentlich nicht seinen blöden Wilbur losgeschickt? Weil Wilbur wie ein kleines Kind weinend weggerannt ist. Ja, und wir sind ja eigentlich auch nur zufällig in den Laden gekommen. Ja, okay, da hast du recht. Warum hast du mich hierher bestellt? Ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Aber jetzt muss ich mal fragen, hat Professor Eich uns nicht gesagt, dass wir da hingehen sollen? Ich bin halt echt nicht. Nee, ich glaube nicht. Okay, ich hatte das irgendwie falsch im Kopf. Vielleicht können wir nochmal lesen, was da so ja, passiert. Vielleicht können unsere Zuschauer nochmal lesen, was da passiert. Wäre ganz nett. Wir sehen, das ist noch alte deutsche Rechtschreibung. Was denn? Ich habe gerade nicht gesehen. Was? Das erfasst wurde mit SZ geschrieben. Hm. Olaf Wilbur. Auch krass, ne? Dass die wirklich... Diese beiden sind für euch. Umlaute und alles wirklich eingebaut haben. Hm. Das ist halt dieses alte Nintendo Quality Assurance Gedöns. Übrigens sind alle immer total excited. Alles ist immer mit Ausrufezeichen geschrieben. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch ein, also man kriegt nicht jeden Tag einen Pokédex in die Hand gedrückt. Ich wollte als Kind immer gern wirklich einen Pokédex haben, nicht dieses Plastik-Scheißzeug, wo du dann, weil so ein richtiger ja. Pokédex, was man heute, im Prinzip wie ein Smartphone heute, weißt du, mit dem du dann Codes scannen kannst. Ah, oh, ey, ist das ja, geil. Ja, so, man müsste alle Tiere auf der Welt erstmal fangen, ja. Die mit QR-Codes versehen. Ja. Und dann eine Smartphone-App, das kann nicht so schwer den, Animal-Dex dann herausbringen. Ah, wäre das toll. Also, jeder exzentrische Milliardär da draußen, hier habt ihr eine total wasserdichte Geschäftsidee. Ja, unseren Businessplan schicken wir euch zu auf Anfage info@remastered.de, aber die Adresse haben wir gar nicht. ja, schreibt uns auf Facebook. Nee, schreibt uns an alle@youtube.com. Genau, ja. So. Wir müssen uns natürlich ein wenig Dialog skippen. Ja, wir haben jetzt erstmal den Pokédex gekriegt. Uns wurde gesagt, was der Pokédex ist. Und jetzt holt sich Gary natürlich eine Karte und uns soll die Schwester keine geben. Das ist schon Fuck, Mann. Also der weiß, wie er andere provozieren kann in seiner ganzen Art, ne? Aber das Tolle ist, seine Schwester ist halt einfach so geil auf uns, sie gibt uns trotzdem eine Karte. Ja, auf jeden Fall. Opa hat dich um einen Botengang gebeten. Hier, das wird dir weiterhelfen. Lauf mal mit dir im Haus rum. Nach rechts. Fällt dir was auf? Hier gibt's keine Treppe. Ja, stimmt. Wo leben diese Menschen? Wo sind die Eltern? Das ist ja sowieso immer in fast allen Pokémon-Spielen so, dass es, wenn dann, höchstens noch ein Bett noch gab. Naja, aber sie haben ja ihre 4 Stühle. Also gibt's anscheinend auch einen Vater. Wow, Unmenge von Bücher über Pokémon. Ja, klar, hier wohnt ja... Ah, nee. Hier
Hier wohnt nicht Professor Eich selber, aber... Nee, sondern Garys Familie. Ja. Die ist ja auch weit gekommen. So, wir machen uns jetzt wieder auf nach Vertania City. Und wenn wir da sind, können wir uns unsere ersten Pokébälle holen. Ich kann es kaum erwarten, aber erstmal noch Sami Deluxe. Da haben wir echt einen perfekten Namen ausgesucht. Ja, Igel Sami auch witzig. Bin auf dem Weg nach Vertania City. Oh, das war ein geiler Song. Voll. Vielleicht spielen wir den auch gleich nochmal kurz ein. Einfach so. Wie war der Song? Nein, das musst du ja wenn dann machen, wenn wir jetzt gleich auf dem Weg wieder nach Vertania City sind. Sami Deluxe. Wir sind schon witzig, ja. Danke. Das war eine kurze Zeit für den Song. Nee, ich hätte überlegt, dass wir den wirklich... was soll's. Ich habe ja übrigens... wir haben jetzt noch ein paar Minuten in dieser Folge noch eine spannende Geschichte zu erzählen. Ja, bitte. Da habe ich... Ich habe Philipp damit vorhin schon gerade ein bisschen heiß gemacht und er wollte sie... extra aufsparen. Ah, oh ja, bitte, jetzt. Ja. Und zwar, ja. Also wir wollen nicht zu viel verraten, aber ihr wisst es ja, wir wohnen in Münster und wir arbeiten hier in Münster und Münster ist sowieso total geil und was wir in Münster, eigentlich ist Münster scheiße. Was in Münster passiert, bleibt in Münster. Ganz genau, so krass ist das hier. Alter Schwede, ey, das ist nicht für jedermann was. So, auf jeden Fall haben wir in Münster so eine Art von Fernsehwerkstatt und da kann man sich auch Kameras aus, denn da bin ich. Mhm. So, und in dieser, aber ihr wisst es ja, weil wir Remastered, ihr wisst doch alles. So. Was uns aber passiert ist, ist folgendes, übrigens das erste Mal, dass wir Taubsi sehen in diesem Playthrough. Taubsi ist einfach geil. Alter, hab ich den gefeiert. Ey, der Windstoß war noch eine Normalattacke. Ja, ja. Ja, das wäre sonst bitter gewesen für dich als Pflanzen-Pokémon. Da ist natürlich so ein Vogelvieh, das dich wegpicken kann, keine einfache Aufgabe. Das ist richtig. Auch hier wieder, 2 Volltreffer und der Spaß wäre vorbei gewesen. Das ist ja dieser Nervenkitzel. Ich bin die ganze Zeit so on the edge hier. Ja, der ist am Schwitzen, der Junge. Wir waren auch am Schwitzen, denn wir haben... Das war ein Segway, du. Danke. Wir haben Kameras ausgeliehen. Ich krieg so viele Kämpfe hatte ich am Anfang noch nie. Ah, ist doch gut, ein bisschen Training, ein bisschen grinden, live grinden. Ich rette es ja durch unsere spannende Story. Wir haben Kameras ausgeliehen, jetzt kommt ein Kriminalfall. Jetzt kommt auch spannende Musik. Suspense-Musik von Audionautix wahrscheinlich. Jason Shaw, danke. Wieso? Ist dir die Kampfmusik nicht spannend genug? Nee, die ist auch gleich wieder weg. Und jetzt wird es ja ein bisschen düster. Es ist ein Verbrechen geschehen, Leute. Und vielleicht könnt ihr uns bei der Aufklärung helfen. Vielleicht ist es auch schon aufgeklärt. Langsam muss ich, glaube ich, meinen Trank benutzen. Vielleicht ist es auch aufgeklärt zum Zeitpunkt. Uiuiui. Und ist ein Level up? Könnte sein. Ich glaube schon. Ja. Aber ich will den ersten Trank nicht schon irgendwie verbrauchen, ist die Kacke. Oh. Ich erzähl mal weiter. Ja, ich benutze ihn jetzt. Es ist ein Verbrechen geschehen. Und zwar haben wir einen Kameraverleih und wir haben Kameras ausgeliehen. Und die waren so in der Anschaffung 12.000 Euro wert. Also insgesamt. Ein bisschen Technik noch dabei. Und ich schätze mal, meine Schätzung ist, dass die jetzt noch so 5.000, 6.000 Euro wert waren. Und die haben wir ausgeliehen an einen Herrn. An einen Herrn Kenan G. Ich schreibe jetzt seinen Namen mal nicht aus, aber wenn ihr googelt und vielleicht wird es zu dem Zeitpunkt auch einen Blog geben, den wir alles darstellen, dann... diesem Herrn haben wir auf jeden Fall diese Technik ausgeliehen und dieser Herr sollte sie also eine Woche später zurückbringen. Ja. Und man muss dazu sagen, er hat sich erst eine Kamera ausgeliehen und dann kam er am nächsten Tag nochmal und wollte sich noch eine ausleihen. Da habe ich ihm gesagt, okay. Kenan, kannst du, wir haben uns auch geduzt, du kannst sie haben, aber... Hat er denn Geld hinterlassen? Das ist... Nein, Kaution, also, meine ich? Nee, die wäre ja eh nur 100 Euro. Das ist zu viel interner, aber hat er nicht. Aber es hätte auch keine Rolle gespielt. Auf jeden Fall hat dieser Lette Kenan kam nochmal und hat nochmal nach der zweiten Kamera gefragt. Wir brauchten die aber, deswegen habe ich ihm gesagt, okay Kenan, hör zu. Die eine Kamera, die du schon hast, die bringst du uns wie abgesprochen in einer Woche wieder. Und die Kamera, die du jetzt ausleihst, bringst du uns bitte in 3 Tagen wieder. Mhm. Hat er gesagt, okay. Handschlag drauf, haben wir auch festgehalten, alles cool. Da habe ich mich wieder in mein Büro zurückgesetzt. Mhm. Daraufhin ist Kenan, das habe ich erst später mitbekommen, in den Verleih gegangen, hat dort dann aber behauptet, er dürfte noch 2 Kameras haben. Hat sich also noch eine Kamera mehr sogar ausgeliehen. Hat sich also 3 Kameras ausgeliehen. Das habe ich dann erst in der Woche danach bemerkt. Ist ja auch nicht schlimm, weil ich dachte, okay, haben wir uns vielleicht falsch verstanden? Mhm. Hätte ja sein können. Und Hauptsache, er bringt es dann zurück. Er kam nicht. Er kam am Dienstag nicht, als er die ersten Kameras bringen sollte. Er kam am Freitag nicht, als er sie sowieso bringen sollte. Und dann haben wir angerufen, dann hat er hin und wieder eine Mail geschrieben, hat es nach hinten verschoben, meinte, ja, sorry, mein Kollege hat es nicht abgegeben. Oder sorry, ich hatte hier einen Dreh und die Drehgenehmigung hat gefehlt und so weiter und so fort. Okay. Und nach so 2-3 Wochen, muss ich sagen, ich habe immer wieder gedacht, okay, der kommt jetzt oder der ist einfach verpeilt oder will seinen Film durchziehen.
weil der auch wirklich uns glaubhaft bestätigt hat, dass er ein guter Regisseur ist, beziehungsweise einen großen Film gedreht hat. Diesen Film gibt es auch tatsächlich. Katrins Dschihad heißt der. Okay. Haben wir dann, also kam uns dann so der Gedanke, ey, ganz im Ernst, ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht bringt er die nicht wieder. Okay. Und mit diesem Cliffhanger. An dieser Stelle werden wir dieses Let's Play beenden, diese ganz Folge. Ganz genau. Die ganze Serie. Jan wird die Geschichte nicht auflösen. Nein. Ich weiß auch gar nicht, ob das so klug ist. Es läuft halt gerade ein Verfahren, aber zum jetzigen Zeitpunkt. Ihr sollt ja auch was geboten bekommen für eure Zeit. Ja, aber das Tolle ist, es ist nicht nur deine Geschichte kommt jetzt gerade zu einem Höhepunkt und das ist super spannend. Ich habe mir jetzt gerade 10 Pokébälle gekauft. Oh ja. Und werde in der nächsten Folge mein allererstes Pokémon fangen. Seid gespannt, das ist doch mal Folge 3, wird doch mal ein Mega-Höhepunkt. Auf jeden Fall. Bis dahin, alles Gute. Denkt dran, like, comment und subscribe, sonst sind wir traurig. Ja, genau. Tschö. Ich merke schon, wie ich traurig werde.